So, liebe Giga-Freunde, herzlich willkommen hier in unserem fast fertigen Studio. Dazu gibt es irgendwann mal einen anderen Artikel und ein besonderes Video dazu. Aber heute geht es darum, um diesen kleinen Metallkoffer. Unsere Kollegen von MacNews und von dem iPhone-Channel BenM auf giga.de haben alle Informationen zusammengetragen zu einem Produkt, was höchstwahrscheinlich, was zu 99% am 4. Oktober vorgestellt wird, irgendwo drüben in Amerika, ich glaube in Kalifornien war es, ich glaube sogar in Cupertino. Die Firma Apple will am 4. Oktober, nächste Woche, Dienstag, ein mit Spannung erwartetes kleines Smartphone vorstellen. Wir haben sämtliche Gerüchte zusammengetragen, alle Informationen, die schon vorliegen oder, sage ich mal, aus Versehen an die Öffentlichkeit gedrungen ist, und haben ein Mockup gebaut. Nicht per Photoshop, wie es einige Seiten immer sehr gerne machen und das dann mehr oder weniger ins Internet stellen, sondern wir wollten so ein Mockup erstellen, das man auch anfassen kann. So gesehen die Haptik, das Gefühl eines echten Prototypen eines iPhones 5 in der Hand zu haben, um das zu sehen und zu erspüren. Das haben wir nachgebaut. Das befindet sich hier in diesem kleinen Köfferchen drin. Ich mache das mal auf. Nicht zeigen. Ich mache das. So. In diesem Koffer befindet sich natürlich noch das iPhone 3G/3GS. So sah die Vergangenheit aus. Das ist das iPhone 4. So sieht die Gegenwart aus, von Apples Smartphones zumindest. Und so sieht ein Konkurrenzmodell aus. Samsung Galaxy S2, so auf dem Android-Markt. Das Flaggschiff unter den ganzen Smartphones mit Android-Betriebssystem. Und hier in diesem kleinen Kästchen befindet sich der Prototyp Mockup, erstellt von uns aus den ganzen Informationen und Gerüchten, die es im Internet eben halt gibt. Und ich hole das jetzt mal raus. Dann werdet ihr sehen, wie das mit unserer MacNews-Redaktion und BenM haben wir gesagt, mit 98%iger Wahrscheinlichkeit wird das fertige iPhone 5 auch so aussehen. Das ist die Rückseite. Und so sieht das von der Front aus. Ja, was kann man dazu sagen? Dazu muss man das erstmal hier ein bisschen beiseite räumen und den Vergleich anstellen. Dann seht ihr das auch ein bisschen besser. Nämlich, dass das iPhone 5 rein optisch gesehen etwas kleiner wirkt. Es täuscht ein bisschen. Es ist ein bisschen kompakter in der Höhe. Es verliert da ein paar Zentimeter oder ein paar Millimeter besser gesagt. Und wenn man das drauflegt, dann sieht man eigentlich, ich muss mal kurz die Kanten ausrichten, so, dann sieht man eigentlich, dass es auch noch ein bisschen breiter geworden ist. Also sprich, es ist gestaucht und ein bisschen breiter geworden. Das hängt damit zusammen, dass das Display auch noch ein bisschen größer geworden ist. Es wird statt eines 3,5 Zolls einem 4 Zoll Display erhalten. Und hier oben sieht man auch schon eine weitere Neuerung. Der physische Button, den man ja beim iPhone 4 eben halt hat, wird durch einen Slider oder besser gesagt einen kapazitiven Touchfeld ersetzt und es wird ein bisschen rechteckiger. Man kann also, so munkelt man, so sagen das die Gerüchte im Internet, so sagt das auch unsere Kollegen von MacNews und BenM.at, eben, dass hier durch eine Bewegung mit dem Finger, also sprich nach links oder rechts sliden, man wahrscheinlich durch die ganzen Seiten blättern kann und auch den Screen entlocken kann. Das bedeutet, man muss nicht mal mit dem Finger auf das Display draufgehen und dann den Slider bedienen, sondern kann hier unten da die Bewegung ausführen und ja, weniger Fettflecken auf dem Display vielleicht. So, seitlich gesehen ist es auch noch ein bisschen keilförmig. Es ist natürlich abgerundet. Das ganze Aluminiumgehäuse wird hier rundlich eben halt sein. Und wenn ich jetzt mal einfach meinen subjektiven Eindruck mal sage und es in die Hand nehme und es dann langsam so ans Ohr führe, es liegt irgendwie ein bisschen besser und geschmeidiger in der Hand. Dieses kantige Design ist natürlich ein bisschen, okay, es ist nicht so sexy wie so ein rundes Design. Es ist viel, würde ich mal sagen, organischer. Es liegt, passt sich der Handform hier halt an.
und man kann damit sicherlich viel länger damit telefonieren. So, zu dem Inneren, zu den technischen Features, was gibt es da zu sagen? Apple wird einen A5-Prozessor einbauen, sprich den ihr ja schon aus dem iPad eben halt kennt. Und an Arbeitsspeicher wird eine Verdopplung stattfinden zum iPad 2, denn statt 512 MB wird es 1 GB geben. Kameratechnisch, das ist ja auch schon seit langem bekannt, da hat ein Sony-Mitarbeiter das aus Versehen, glaube ich, ausgeplaudert und hat gesagt, diese rückwärtige Kamera wird eine 8-Megapixel-Kamera beinhalten und keine 5-Megapixel-Kamera. Auch schon sehr schön, damit sieht man gleich mit dem Samsung Galaxy S2, das hat nämlich auch schon eine 8-Megapixel-Kamera. Wozu eigentlich der leistungsstärkere Prozessor? Der Prozessor wird leistungsstärker, weil mit höchster Wahrscheinlichkeit in iOS 5 fürs iPhone eine Spracherkennungssoftware hineinkommt. Das kennen wir schon beim iOS 5 fürs Prototypen, fürs iPhone 4. Die ganzen Nummern, das ist verwirrend. Ja. Da gibt es ja auch schon eine Sprachsteuerung, aber es ist noch nicht so toll. Fürs iPhone 5 soll es viel, viel besser werden und mit natürlichen Sprachkommandos, also man müsste dann rein theoretisch nicht mehr SMS tippen, sondern man kann das Ganze eben halt sprechenderweise erledigen. Wie zum Beispiel, this is a very nice Smartphone. Müsste ich nicht mehr tippen, sondern einfach einsprechen und dann läuft die ganze Geschichte dann auf den Screen links und würde dann getippt erscheinen und man könnte einfach nur noch auf Senden drücken, wahrscheinlich auch per Voice-Kommando eben halt ausdrücken und dann würde das eben halt verschickt werden. Ja, das ist Mockup-Prototypen vom iPhone 5. Wir sind sehr gespannt darauf, ob sich das auch bewahrheiten wird. Mit 98%iger Wahrscheinlichkeit wird laut unserer Redaktion von MacNews und Benem dieses iPhone auch so aussehen, das reale. Alle weiteren Informationen, wie zum Beispiel die CAD-Grafiken und so weiter und so fort, wie unsere Kollegen zu diesem Prototypen gekommen sind, findet ihr natürlich auf welcher Webseite? Auf giga.de.